So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel. Haben Sie schon mal etwas vom Burn-on gehört? Nein? Dann sollten Sie jetzt unbedingt dranbleiben. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt die Psychotherapeutin Daniela Cialena hier bei Vorarlberg Live begrüßen darf. Sie ist bei Promente tätig, aber auch selbstständig und herzlich willkommen. Schönen Nachmittag. Frau Cialena, ich habe gerade gesagt, Burn-on, etwas, wo noch nicht so viele Menschen etwas davon gehört haben. Burnout ist ein Begriff, der allen von uns oder den meisten geläufig ist. Was ist denn der Unterschied zwischen Burn-on und Burnout? Ja, von Burn-on haben noch nicht viele gehört. Burnout ist, wie Sie sagen, ein Begriff oder jedem inzwischen ein Begriff. Burn-on selber ist noch keine eigenständige Diagnose. Burn-on heißt eigentlich ein Dauerbrennen. Der Unterschied ist, dass beim Burnout es nach einem Dauerbrennen in eine Erschöpfung kommt, in einen Erschöpfungszustand. Und beim Burn-on bleibt diese dauerhafte Stresslevel bleibt erhalten. Wie sehr ist das ein Thema jetzt schon in Vorarlberg? Haben Sie schon viele Klienten, Menschen, die zu Ihnen kommen? Oder ist das noch unter der Wahrnehmungsgrenze sozusagen, weil auch viele nichts davon wissen? Ich glaube, wir alle müssen erstmal hinschauen. Ich glaube, wir alle müssen gut auch auf uns schauen. Das betrifft nicht spezifisch unsere Klienten, die wir in diesem sozialpsychiatrischen Setting betreuen, sondern es betrifft alle letztlich, die wir alle unter uns, die unter Stress, Dauerstress irgendwo leiden, dem ausgesetzt sind. Und das kann sein, dass es völlig normale andere Berufe sind, die einfach ein höheres Stresslevel aufgrund des Arbeitsdruckes, der vorhanden ist, fordern. Und somit wird von außen eine hohe Leistungsbereitschaft gefordert, aber auch der innere Druck, der innere Leistungsdruck, den wir selber noch dazugeben. Das heißt, ich möchte eine gute Leistung erbringen, ich möchte eine gute Arbeit machen. Und so kann sich dieser Stresslevel über längere Zeit hinziehen und dann letztlich zu einem Burn-on führen. Das heißt, das Burn-on in dem Sinne, wenn man sich so die Symptomatik anschaut, unterscheidet sich nicht ganz von dem Burn-out bis auf diese schweren Erschöpfungen, die dann nicht eintreten. Das heißt, man läuft in einem Hamsterrad und man läuft und man läuft und man läuft und irgendwo brennt man innerlich aus. Es fehlt der Bezug, es fehlt die Freude, es fehlt die Freude an der Arbeit. Es ist sehr gekoppelt noch mit der Arbeit, dieser Begriff, wie das Burnout auch. Und so ist, also ja, muss man immer schauen, oder? Wenn man vielleicht so eine leichte Symptomatik können wir alle spüren, wenn wir manchmal denken, ja, wenn ich jetzt krank werden würde, ein paar Tage ausfallen würde, wäre es vielleicht auch mal weniger Stress. Und dies ist so eine Nuance, wo man schon mal hinhören sollte und mal schauen sollte, wie hoch ist mein Stresslevel denn und was ist noch gesund und wo kippt es denn doch? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist wie ein Motor, der im Hochbetrieb, in einer hohen Drehzahl, die ständig läuft und irgendwann macht es Puff und fällt man dann in ein Loch oder wie kann man sich das vorstellen? Dann wären wir wieder beim Burnout, oder? Wenn es in dieses Loch kippen würde, bei dem Burn-on kippen wir nicht in ein Loch, jedoch innerlich durch dieses Dauerbrennen, durch diese Freudlosigkeit, die sich dann einstellt oder Wertlosigkeit von dem, was ich mache, weil ich ständig in der Leistung bin und merke, ich kann dem nicht genügen oder ich sollte noch mehr geben, um noch mehr bessere Leistung zu erzielen, haschen wir immer etwas hinterher. Und letztlich merken wir, wir können das nicht erreichen. Und innerlich fallen wir in eine Leere. Und das ist dann gleich wie beim Burnout, nur da kommt die Erschöpfung dazu, dass wir körperlich zusätzlich erschöpft sind und dann vielleicht nicht mehr aufstehen können. Beim Burn-on können wir genauso körperliche Erschöpfungszustände anders, also ich sage psychosomatisch erleben, indem dass wir ständig Kopfschmerzen haben, Verdauungsprobleme haben, Rückenschmerzen haben, die sich dann chronifizieren können. Es kann sich ein Tinnitus entwickeln, letztlich, das sind lauter so Symptome,
wo einfach den Dauerstresspegel dann ja auslösen. Was können Betroffene tun oder vermeintlich Betroffene, um so etwas zum Beispiel vorzubeugen oder zu bekämpfen? Ja, das Erste ist auf jeden Fall selbst erstmal erkennen, dass der Stress im Moment zu hoch ist. Sich gut zu überlegen, wo sind meine Grenzen, wo sollte ich die besser wahren, wo sollte ich besser auf mich achten und wie kann ich denn auch entspannen. Das heißt, nicht den Laptop zuklappen und sagen, so jetzt entspanne ich mich und im gleichen Atemzug nehme ich das Smartphone in die Hand, sondern einfach wirklich schauen, dass man gut entspannen kann. Wie gut ist denn mein Schlaf, wie gut ist meine Schlafhygiene? Wie gut kann ich auch am Wochenende einfach mal ausschalten, ohne ständig über meine eigenen Grenzen zu gehen? Heißt das, man sollte auch vielleicht mal in einer Helikopterperspektive oder so für sich selbst gehen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen es gar nicht bemerken, dass sie Burn-on sind. Ja, also das hilft bestimmt auch zuhören, wenn andere in der Umgebung sagen, ich glaube, du bist sehr unter Stress. Sich selbst gegenüber auch ehrlich sein und dann zu dem stehen und sagen, ja, vielleicht hast du recht und ich sollte öfters mal Pause machen. Wie lange ist denn dieses Phänomen eigentlich schon bekannt, beziehungsweise wann ist das auf dem Radar aufgetaucht? Aufgetaucht ist es eigentlich erst über ein Buch von zwei Autoren, von Tewild und Schiele, wo mit dem Titel Burn-On betitelt wurde. Und dort drin wurde das Phänomen erstmals beschrieben. Das war damals beim Burnout auch so, dass es auch ein Phänomen war, das beschrieben worden ist. Und das Burn-On ist 2007 beschrieben worden in dem Buch. Und von dem her ist es relativ neu. Jetzt ist so, dass wir, dass eigentlich die WHO sagt, noch ist es keine anerkannte Krankheit oder kein, sondern es ist mehr ein Syndrom, das heißt ein Symptomkomplex, der aus verschiedenen Bedingungen bestimmt wird. Das heißt, es wird noch sehr im Arbeitskontext gesehen, aber wir alle müssen einfach darauf achten, auch gegenüber der Kinder. Was muten wir ihnen zu? Wo sagen wir, was ist Schule, was ist Stress? Wo haben Sie auch Freizeitstress inzwischen? Wo geht es denn hin? In Sportverein, ins Ballett, was Musik, Schule? Oder auch da schauen, wie hoch wollen wir dieses Stresslevel denn auch für unsere Kinder halten? Und wo ist es auch gut, wenn sie einfach mal Kind sein dürfen? Macht es das alles schwieriger auch, dass es keine anerkannte Krankheit ist, ebenso wie es Burnout ist, dass man das auch etwas aus der Tabuzone holt? Gibt es ein Tabu? Ja, Tabu. Ich glaube, dass es schon eine Koppelung gibt, wo wir alle den Begriff Workaholic kennen. Workaholic ist auch nicht ganz fremd. Es gibt eine Koppelung zu lavierter Depression, also zu verpuppten, versteckten Depression. Und das heißt, ich glaube, jetzt wird der Fokus darauf gelegt, woher kommen Depressionen? Warum schleichen die sich ein? Warum wird es jetzt eher Thema, warum wird es jetzt in der Gesellschaft mehr Thema, weil der Druck einfach auch dauerhaft erhöht wird und ja, mehr gefordert wird. Ist es etwas, was spezifisch auf arbeitende Menschen jetzt zutrifft, die in irgendwelchen Positionen oder ähnliches sind, oder es gibt ja auch Menschen, die jetzt, die sich um Familie etc. kümmern, pflegen, Kinder haben und die auch ständig getrieben sind. Und trifft es auch auf solche Gruppen zu? Kann man da auch in einen Burn-on hineinrennen? Ja, also ich glaube, es kann jeder hineinrennen tatsächlich. Und oft ist es so, dass man nach außen hin lange von so als sehr guter Arbeiter gesehen wird, gerade wenn man zu Hause Familie hat, bei der Arbeit aber auch zu funktionieren hat. Man wird als sehr engagiert erlebt, was auch sehr geschätzt wird in einem Betrieb, sehr stressresistent nach außen im ersten Moment wirkt. Aber viele können in diesem Dauerbrennen während der Arbeit gut funktionieren und sind dann aber zu Hause erschöpft. Da reicht die Energie oft nicht mehr. Und ich glaube, also je nach
Kombination von jemand je nach Vulnerabilität, je nach Stresslevel, wo wir sagen können, das können wir gut überstehen. Da haben wir Ressourcen, um einen Stress oder um mehr Druck auszuhalten. Wenn wir das nicht mehr können, dann kann es uns überall in jedem Berufsalltag oder auch zu Hause betreffen. Das heißt, es wirkt dann auch in das persönliche Leben hinein und auch in persönliche Beziehungen. Ja, also man zieht sich zurück, man freut sich nicht mehr so in Kontakte zu gehen oder mit Freunden Kontakt aufzunehmen. Man geht nicht mehr raus, man zieht sich mehr zurück, freut sich nicht mehr. Das Glücksgefühl fehlt und ständig über die eigenen Grenzen zu gehen, das laugt, wie gesagt, aus. Und bleibt das Burn-on zu lange, kann das tatsächlich entweder wenn das Burn-on zu lange vorhanden ist, kann es in einen Burn-out zu kippen oder dahin führen, dass es in eine Depression führt. Weiß man schon, was für langfristige Auswirkungen das haben kann, oder ist es einfach noch in einer zu frühen Phase und wir haben zu wenig Studienmaterial darüber? Ich glaube, meine Zahl stimmt von vorher nicht ganz, 2007, sondern ich glaube, das war 2019. Man weiß einfach noch zu wenig, was es dann letztlich macht. Aber ich glaube, die ganze Gesellschaft entwickelt sich in eine Richtung, wo das Stresslevel immens hoch ist. Und man merkt es, oder das Pendant dazu ist, dass im Moment, es gibt sehr viele Kurse zu Achtsamkeit, zu Yoga, zu sinnhaftem Spazieren, zum Raus. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten zur Entspannung und zur Anleitung zur Entspannung. Und das ist so das Pendant, oder? Einerseits viel Stress und andererseits kommen jetzt diese Themen, werden präsenter bei uns, weil sie eigentlich uns wieder in eine Ruhe bringen sollten, beziehungsweise uns auch helfen sollten, in eine Entspannung kommen zu können. Also sollte man, es gibt in vielen Firmen, in größeren Firmen vor allem, wenn so Burnout wird thematisiert, wird besprochen, es gibt Seminare etc. dazu, das sollte man in dem Fall auch umsetzen für Burnout. Gut wäre es, wenn auch ein Arbeitgeber da hinschaut. Ich glaube, dass es aber auch sehr in einer großen Eigenverantwortung liegt, da selber gut hinzuschauen, weil für einen Arbeitgeber ist es vordergründig, ja, dass die Arbeit am Laufen erhalten bleibt und dass es einfach weiterläuft, sage ich mal, und der Betrieb weiterläuft auch. Man möchte auch engagierte Mitarbeiter und nicht die ausbrennen letztlich. Ich glaube, da ist die Dunkelziffer sehr hoch, was das Burn-on betrifft. Beim Burn-out, wenn diese Erschöpfung kommt oder bei der Depression, dann wird es einfach für das Außen spürbar und schneller spürbar. Und altersmäßig kann es sowohl Junge betreffen als auch mittleren Alters, älteren Alters? Meiner Meinung nach kommt es ein bisschen auf die Persönlichkeit drauf an. Wer bringt welche Persönlichkeit mit? Bin ich jemand, der einen hohen Leistungsanspruch hat? Bin ich eher gefährdet, in ein Burn-on hineinzulaufen? Bin ich jemand, der sich über die Arbeit definiert und ausschließlich nur noch über die Arbeit definiert? Laufe ich auch mehr Gefahr, in ein Burnout zu laufen? Grundsätzlich glaube ich, dass es vermutlich eher mehr mittlere oder jüngeren Alters betrifft. Die Älteren, wenn es in Richtung Pension geht, vielleicht haben sie dann schon einfach auch mehr Ruhe in sich und sagen, gut, jetzt arbeite ich so weit auf meinem Level, ich muss nicht noch hoch hinaus, was die Jungen vielleicht noch mehr antreibt. Abschließend noch, wie können Freunde und Familie jemandem helfen, der Gefahr läuft, unter Burnout zu leiden? Oder geht das gar nicht, wenn es im persönlichen Bereich ist, sondern man braucht professionelle Unterstützung? Ja, professionelle Unterstützung braucht es dann, wenn es einfach nicht mehr geht und wenn die eigenen Möglichkeiten, die man probiert hat, nicht mehr greifen. Das heißt, wenn ich mich auch mit Einüben von von Entspannungsübungen, von Schlaf und so weiter, wenn ich einfach mir Schlafmeditationen anhöre, wenn das einfach nicht mehr greift, dann ist sicher sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu holen und die Angehörigen um einen herum. Es ist gut, wenn man Rückmeldungen gibt.
Und ich glaube, manchmal kann man das besser annehmen von jemand, der einem auch sehr wertschätzt, als Person wertschätzt. Und dann kann man es häufiger im ersten Moment vielleicht besser annehmen, wenn man ein gutes Umfeld hat. Eine letzte Frage noch zu diesen Achtsamkeitsübungen. Ich nehme an, dass die sehr individuell sind und unterschiedlich und viele Menschen vermutlich gar nicht wissen, welche Übung für sie gut sein könnte. Wie kann man sich informieren? Wo kann man sich informieren? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man vielleicht selber in sich hineinhören kann oder ähnliches? Was würden Sie empfehlen, wie man da am besten einen Weg findet? Ich glaube, das Beste ist, für sich zu schauen, was bereitet mir Freude, wo komme ich in den sogenannten Flow, ja? Bei was komme ich in einen Flow? Jemand anders, der nimmt sein Fahrrad und fährt, ja, und kann dann abschalten. Der andere hört Musik, der andere setzt sich auf eine Bank, der andere geht laufen, der nächste macht eine Meditation. Es ist so unterschiedlich, aber dieser Flow, Moment, wo wir die Zeit vergessen, das wären kostbare Dinge. Wenn wir die öfters tun, dann können wir uns entspannen und dann geht es uns gut. Entspannen, und das ist das Stichwort. Entspannen kann man sich hoffentlich jetzt auch am Wochenende. Daniela Czalena, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.